Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Hier bin ich wieder, Luxike Link, der Zocker, mit Chris, der Hauptfigur in diesem Let's Play, und er steht vor seiner letzten Prüfung. Ich habe bereits von dir gehört, Chris. Ich habe gehört, du machst coole Let's Plays, Mann. Also, ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Nee, du bist der Erste, den wir überhaupt damit sehen. Oh mein Gott, sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Chris. Wow! Jetzt geht's wieder mal ab hier. Alter, was ist denn das hier? Wie geht da? Siegfried möchte kämpfen. Ja, Siegfried, Drache und so, der Drachentöter. Ne? Was für eine Anspielung. Alter! Er hat ein Garados! Boah! Das ist doch natürlich die falsche Wahl, glaube ich. Das ist ein Wasserflug, obwohl. Es könnte trotzdem super effektiv sein. Alter, Garados, das haben wir doch nie gesehen. Das sieht ja cool aus. Okay, versuch's mit einem Eisstrahl! Yeah, super Effekt. Alter, war es so wenig Damage? Silberblick erstmal. Warum macht das so wenig Schaden? Blizzard! Jawohl, zack. Volltreffer. Oh, Drachenwut! Oh, Alter, jetzt kommen hier echt die Mega-Drachenattacken. Eisstrahl! Weil Blizzard bestimmt nicht so oft trifft. Knacksen, super Effekte. Okay, nochmal Silberblick. Was soll das bringen? Eisstrahl! Okay, er heilt seinen Garados nicht. Ein Pokémon von Siegfried ist down. Er hat noch vier Stück. Dragonier! Alter, Pokémon wechseln? Nein. Guckt euch das an. Die Weiterentwicklung von Dratini, was wir gesehen haben. Blizzard Tour Talk! Ja, da bist du schnell, ey. Für eine Schildkröte ist du dort verdammt schnell. Yeah, One Hit! Ohne Volltreffer. Gut gemacht, Tour Talk! Ja! Und noch ein Dragonier. Tutor, kannst du das nochmal wiederholen? Ist kein Problem. Als ob Tutor sprechen könnte. Blizzard! Zack! Yeah! Alter, wie stark! Einfach nur, ey, unfassbar! Tour Talk, Mann. Und es ist ein Aerodactyl ein. Ey, so einen haben wir doch auch. Okay, was ist denn dagegen gut? Das ist Gesteinflug. Oder Bodenflug? Okay, es ist Gestein. Tour Talk. Noch Surfer. Pokémon wechseln. Obwohl, vielleicht auch dieser Floor. Ah, nee, Flug ist. Ich glaube, Donner würde ohne Schmarrn. Ich probiere es mit Wasser. Ein Aerodactyl, der Typ war auch noch im Alter Level 60. Egal, damit sind wir schon mehrmals fertig geworden. Oh, Sternschauer. Trifft immer, macht aber nicht viel Damage. Außer natürlich ist ein Volltreffer. Surfer! Und super effektiv. Yeah, natürlich. Alter, das gibt's doch einfach nicht. Down. Yeah, richtig übel. Und Level 51. Tutor rastet richtig aus, kommt richtig in Rage. Ein Dragoran, sein letztes Punkt, Dragoran, Alter. Da muss Pikachu Donnerwelle erstmal einsetzen. Komm zurück. Alter, das sieht aus. Sehen wir auch zum ersten Mal. So, eins der mega stärksten Pokémon vom Spiel. Dragoran, einzigartig. Donnerwelle. Schön paralysieren erstmal die Scheiße. So, Level 62, das stärkste Pokémon, was wir jetzt gesehen haben. Oh, Blizzard, oh. Ouch. So, ich glaube, es ist nur Drache, nicht Dracheflug oder sowas. Ich glaube, Donner bringt jetzt gar nichts mehr. Aber ich probiere es natürlich trotzdem mal. So. Nö, nicht effektiv. Wegen halt dem Typ Drache. Und tschüss, Pikachu. Du warst so super. Wichtigen Job erledigt mit Paralyse. So, okay. Relaxo. Bist du ein bisschen dick wieder? Klar. Relaxo. Ach nee, ist ja. Warte, es ist nur Drache. Es ist kein Flug, ne? Erdbeben?
Oder nee, es ist Drachenflug, glaube ich. Obwohl, dann hättest du ja ein bisschen neutral treffen müssen, oder nicht? Warte, ist es Flug? Es hat Flügel, es ist Flug, gehe ich einfach mal davon aus. Relaxo, nimm all deinen Mut zusammen, mach Risiko, Tackle! Ja, 2-1, Risiko! Oh, okay. Oh, was zum Feuersturm, ist klar. Oh. Aber, Relaxo, geht's dir gut? Komm, Andrei, nochmal! Risiko tracken! Yeah! Down! Alter Schwede! Relaxo, was ist los mit dir? Chris besiegt Siegfried. Oh mein Gott! Es ist vorbei. Leute, wir sind Champ! Unfassbar! Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister! Leute, oh mein Gott, wir haben die Top 4 besiegt! Es ist kaum zu glauben! Meine Drachen sind an dir gescheitert, Chris. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Yeah! Alter! Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Was? Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Blau. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Ach du Scheiße, Leute, was soll das denn? Dam, bam, bam. So, solange wir noch Beleber und sowas alles haben. Blau war schneller als wir. Das gibt's doch nicht, wenn ich so die Fresse polieren, Alter. Dum, bum. Chris, bleibt ganz ruhig. Dum, dum, dum. So, erstmal alle wieder hochboosten. So, wir wissen, Blau hat ein gemischtes Team. Aber wir ja zum Glück auch. Dum, bam. Wir haben noch. Ich hoffe, das wird, ey. Aber dass wir so leicht mit den Drachen fertig geworden sind, ey. Die Eistaktik ging super auf. Schön, dass wir noch Blizzard beigebracht haben und alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dum, bam, bam. So, wen schicke ich jetzt als erstes? Ich weiß nicht, wen er als erstes reinschickt. Es kann sein, dass er sein Tauboga, was inzwischen bestimmt ein Taubos ist, reinschickt. Ich probiere es einfach mit Pikachu. Und sollte das eine Fehlentscheidung sein, wird deswegen den Gegner paralysieren. Alter, haben wir jetzt schon viele Pokémon jetzt allein durch die Liga gesehen. Wie viel haben wir denn gesehen? 138 Pokémon gesehen. So krass, Mann. Okay, Leute. Besiegen wir den Champ, der noch auf uns wartet. Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Chris. Alter, wir haben dich jedes Mal platt gemacht. Tu doch nicht so, als ob du uns überlegen wärst. Du warst uns nie, nicht nur eine Sekunde überlegen, du Lappen. Überlegen, ja. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Überleg mal, wie du uns unterlegen warst. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Chris, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Oh mein Gott, Blau möchte kämpfen. 6 Pokémon voll. Er hat einen anderen Sprite, einen erwachseneren Sprite. Der entscheidende Kampf geht los. Ach, Sandama, Mist. Das ist leider sehr Mist. Ach, kriegt er einen Free Hit? Von mir aus. Bisaflor! Vielleicht gibt er wieder ein Item oder so, der Trottel. Los! Der Giftstachel, ha! Hey, das kommt mir bekannt vor. Déjà-vu! Badam, badam, Déjà-vu! Rasierblatt! Badam, badam, zack! Geil! One-Hit-Volltreffer KO! Da waren es nur noch 5. Simsala! Okay, Relaxo, damit hast du Erfahrung, oder? Klar, Mann. Wow. Okay, es ist sogar nicht so stark. Los, Relaxo! Okay, mach Risiko-Tackle! Oh, oh, Zielkraft. Was macht das nochmal? Relaxos Genauigkeit sinkt. Aber trotzdem voll in die Fresse. Alter, Risiko-Tackle. Bei der geringen Verteidigung kann Simsala einpacken. Sehr geil. Kokowai. Kokowai, das ist ein Job für Glurak. Glurak.
Ach, so schön, es klappt alles so geil, ey. Komm zurück. Okay, Lurak, du weißt, was zu tun ist. Dein letzter Feuersturm muss sitzen. Flame. Oh, oh. Okay. Autsch, was ist denn das, Staccato? Ey, bewirft er mich mit Kokosnüssen? Zwei getroffen. Macht doch gar nichts. Flammenwurf voll rein. Du hast eingepennt. Na toll, okay. Chris, gib ein Flöten-Solo. Wenn er es nochmal Hypnose macht, ne? Den hat er aber ganz schön von Lagarde abgekupfert. Glurak ist wieder wach. Oh, Stampfer voll reingehauen. Okay, Glurak, verbrenn es endgültig. Volltreffer, na toll. Ach, ist das geil. Okay, Austoss. Okay, das ist für Pikachu gut. Hat der auch noch ein Austoss, ey. Mächtige Pokémon hat er ja, muss man dazugeben, aber wir haben einfach die mächtigeren. Donner! Zack! Super effektiv, Stab! Kein Volltreffer leider. Aua! Au, Dornkanone, mein Pikachu mit deiner geringen Verteidigung. Au, Pikachu! Alter, wie schnell! Dreimal getroffen. Macht nichts, Pikachu, du bist schneller! Donnerblitz! Und tschüss. Alter, wir machen Blau so fertig. Er hat keine Chance. Jeder kommt mal dran hier, ey. So, Volona. Ach, hat der gar keinen Tauboss mehr? Weil er hatte dann noch Blitzer, ne? Sein Starter. Ah, dann war das, glaube ich, in einer anderen Edition. Okay. Blau und Rot denn. Volona kommt. Dann haben wir natürlich auch eine passende Antwort parat. Unser Turtok. So, dann waren alle unsere Pokémon nochmal dran gegen ihn. Evoli ist natürlich ein Witz, ne? Aber, So! Turtok! Surfer wird gebraucht! Oh nein! Erstmal verwirrt. Turtok, ich weiß trotzdem, du schaffst das! Du bist doch beim klaren Verstand hier! Oh, doch nicht. Die coole Musik. Ey, man kommt so in Fahrt hier, Leute, ey. Das ist unfassbar. Turtok? Surf doch nicht immer dich selber an! Wie soll das aussehen? Turtok fiel vom Surfbrett runter. Jetzt komm schon, wie lange bist du denn verwirrt, Mann? Surfer! Fluppen. One-Hit. Volltreffer. Und tschüss, Volona. Keine Chance, der Typ, ey. Und sein Blitzer kommt. So, das wird jetzt aber nicht gegen unser Starter antreten. Obwohl, außer vielleicht zum Paralysieren. Nein, Mann. Das macht kurzen Prozess. Und zwar Relaxo. Mit Erdbeben. Blitzer! Sein stärkstes Pokémon, Level 65. Relaxo. Erdbeben. Erstmal eine Nala-Rakete. Überstehen. Halt einfach deinen dicken Arsch hin, dann passiert dir nichts. Okay. Jetzt bringen die Erde zum Beben, Kleiner. Super effektiv. Alter, fast ein One-Hit, ey. Relaxo jetzt nochmal. Schmeiß dich rauf auf ihn! Oh. Eieiei, paralysiert. Oh nein! Und tschüss! Das war's. Blitzer wurde besiegt. Chris besiegt Blau. Was kein Wunder war und was noch nie anders war. Nein! Das kann nicht wahr sein! Meine besten Pokémon sind geschlagen! Mein Siegeszug ist schon vorbei! Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair! Chris gewinnt erstmal sein ganzes Geld. Geil, Leute. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt! Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Chris! Oh mein Gott, Professor Eich? Ach, du hast also gewonnen. Glückwunsch! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Chris, du bist schon viel erfahrener. Blau,
du hast mich sehr enttäuscht. Voll der fiese Opa. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Blau, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Liebe, Blau. Liebe. Was? So wirst du niemals Sieger werden. Chris, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Und auch der Let's Player, der für dich die Reise gemacht hat, der war auch nicht so schlecht. Die Kommentare werden zwar was anderes schreiben, aber ich hab's ja gesehen. Chris, folge mir. Tschüss, Blau. Einfach stehen gelassen. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Chris, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Chris, wenn sie noch einmal meinen Namen sagen, dann vergesse ich mich. Du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. So geil. Voll die schöne Musik. Glurak. Unsere Ruhmeshalle, Leute. Merkt euch diese legendären Pokémon. Von diesem legendären Trainer. Ah, so ein schöner Moment, ey, wenn man die Ruhmeshalle betritt. Und Evoli! Ach, sorry, da muss man manchmal ein bisschen schweigen, weil das ist ein schöner Moment, ey. Jawohl! Und Chris! Er ist in der Ruhmeshalle. Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hole dir bei meinem Gehilfen den EP-Teiler ab. Professor Eich? Professor Eich, was zur Hölle? Das haben wir doch schon geschafft. Und da kommen sie, die Credits! Dam-bam, badabam-bam-bam. Leute! Ihr wisst ja, ich hab's ja schon erzählt, die Reise ist hier noch nicht vorbei, das Let's Play ist noch nicht zu Ende, es gibt nämlich noch einen Bonus-Dungeon und es bleibt ja noch eine Frage offen, was es mit Mewtwo auf sich hat. Aber trotzdem will ich jetzt schon mal ein kleines Fazit ziehen, während die Credits hier so durchlaufen. Pokémon, was für ein Phänomen der Videospielgeschichte, ja, man kann's gar nicht anders sagen. Also was Nintendo da abgeliefert hat, im Rollenspiel-Genre allgemein, ey, die wissen, wie man Kindern was andreht, ey, unfassbar. Aber mit Pokémon echt alles richtig gemacht, ja. Das war die erste Edition, der Einstieg. Natürlich gab es auch noch ein paar Floskeln, ein paar Fehler und sowas alles, aber schon mit der nächsten Generation, Gold, Silber und Kristall, haben sie so viel besser gemacht, einfach nur. Und Pokémon wird wohl auch für immer ein Phänomen bleiben. Eine Reihe Pikachu-Stimme. Cool, wird hier nochmal extra kredenzt. Pokémon sollte jeder, der Videospiele liebt, sollte mindestens mal ein Pokémon gespielt haben, um zu verstehen, wie diese Leidenschaft damals einfach entfacht ist zwischen den ganzen kleinen Kindern, auch zwischen mir. Auch, ja, und zwischen mir und meinen Freunden, wir haben alle so Pokémon gesucht, die Karten und was da nicht alles. Ach, unsere armen Eltern. Das ganze Geld einfach aus den Taschen geleiert, ja. So unfassbar, aber es war schön. Will ich nicht missen, die Zeit. Pokémon ist unglaublich cool, es kommt immer wieder neue Generationen raus. Jetzt bis dato freuen wir uns ja alle schon auf Pokémon Sonne und Mond, die 7. Generation der Pokémon. Ende. Aber doch nicht für dieses Let's Play. Pokémon ist geil. Ich glaube, da brauche ich echt nicht mehr viel sagen, was nicht schon alles gesagt wurde. Und Pokémon, also Leute, die sagen, die mögen Pokémon nicht, naja, die sind entweder zu alt, also ganz ehrlich, ich jetzt schon höher irgendwie, weil Pokémon, wie gesagt, das kam ja raus, da war ich 10. Ja, da war ich 10 Jahre alt. Und da gab es ja auch Leute, die waren dann schon 16 und so. Die hatten natürlich ganz andere Sachen im Kopf und waren schon mit ihrem PC am Zocken und so. Die haben das eventuell nicht so mitgekriegt. Aber trotzdem, Pokémon ist ein Phänomen, dem muss man großen Respekt zollen, was Nintendo da gemacht hat. Und Nintendo wird damit noch so viel Erfolg haben. Unbeschreiblich, wenn sich neue Pokémon ausdenken. Mal hier und da wird es bestimmt ein paar komische Dinge geben, wo man sich fragt, was zur Hölle, wie zum Beispiel in der 4. Generation. Ich meine, Schlobleck. Was sollte das? Ja, aber trotzdem saugeil. Chris, Sui,
dir, die spreche ich jetzt mal persönlich an, dir war das als Player gewidmet. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber trotzdem frage ich dich mal, hat es dir denn gefallen? War das alles cool? Ich hoffe, ich war nicht zu gemein zu dir an manchen Stellen und so. Ja, ein bisschen, weil wir sind doch Kumpels, wir sind doch Freunde, Mann. Dann ist man da ein bisschen hier, ne? Schnipp, schnapp, schnippwupp und so. Aber nochmal sagen, damals hast du Majora's Mask Let's Played für mich, mein Lieblings-Zelda-Spiel, hast es mir gewidmet. Und ja, ich habe lange versprochen, dir ein Pokémon-Spiel zu widmen. Und das habe ich hiermit getan. Auch wenn doch Mewtwo kommt und so. Aber ich hoffe, es hat dir sehr gefallen. Ich hoffe, du hast dich gefreut und konntest ein bisschen lachen und so. Und ja, siehst mal, wie so ein, weil du bist ja sehr in der Szene, der Hardcore-Pokémon-Suchti, so ein bisschen, der die das Spiel ganz anders spielen. Vielleicht war mal für dich wieder schön, mal so ein, na, so ein Normalo-Pokémon-Spieler zu sehen. Wie so wie man auf normalerweise durchspielt. Obwohl die erste Generation vielleicht nicht so das Beispiel dafür ist, ne, aber. Okay, wir speichern das Spiel. Oh, es hat hoffentlich automatisch gespeichert. Hoffentlich. So. Wartet, wenn nicht, denn ich weiß ja, dass das Spiel jetzt wieder bei zu Hause anfängt. Pikachu! Ja, mega! So. Und wir sind wieder zu Hause. Und hier werde ich den Part beenden. Leute, es geht noch weiter. Jetzt habe ich natürlich kein Flug-Pokémon mehr dabei. Mist! Wenn ihr jetzt keine Lust mehr habt auf den Bonus-Dungeon, also auf halt Mewtwo fangen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr von meinem ersten Pokémon-Let's Play gehalten habt. Und allgemein, ob ihr euch freut auf weitere Pokémon-Spiele, denn ich habe es jetzt schon indirekt immer wieder wild mit dem Zaunfall. Das hier ist natürlich nicht mein letztes Pokémon-Let's Play. Denn nach als Pokémon Gelb anfing, war mir schon von Anfang an klar, das wird eine kleine Reihe. Ja, 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 okay, naja, Reihe ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall ist Pokémon Gelb Teil 1 meiner Pokémon-Let's Plays. Leute, bis zum nächsten Part. Ich gehe direkt in den Bonus-Dungeon. Ich weiß nicht, wie lange der dauert. Ja, aber Mewtwo wird eine Weile dauern zu fangen, denn es ist Level 70. Wir haben nur Level 50 Pokémon. Aber der gute Eisstrahl wird vielleicht uns auch wieder mal ein drittes Mal zur Hilfe kommen. Bis dann, Leute. Und danke fürs Zuschauen. Ciao!